Wir sind jetzt im Sunlight A60, unserem Fridolin, und ihr habt im hinteren Bereich ein Doppelbett und im vorderen Bereich am Alkoven über dem Fahrer- und Beifahrersitz nochmal ein sogar noch breiteres Doppelbett. Das heißt, der Wagen ist perfekt für 4 Personen ausgelegt. Das fühlt sich auch in der Sitzdinette weiter. Die beiden Fahrer- und Beifahrersitze lassen sich rumdrehen, sodass man hier ganz bequem auch zu viert am Tisch sitzen kann. Schließ mal die Tür. Und die Sitzecke lässt sich sogar noch ein bisschen verbreitern. Der ganze Tisch hat eine Schiebevorrichtung, sodass ihr einfach nach vorne schieben könnt, um dann hier noch ein zweites Tischstück einzusetzen. Das ist im unteren Bereich unter dem Bett untergebracht. Genau, sonst hat der Camper natürlich alles, was ihr in einem Camper erwartet und braucht. Allen voran einen Kühlschrank mit Tiefkühlfach. Der Kühlschrank kann während der Fahrt über die Lichtmaschine betrieben werden. Und wenn ihr irgendwo campt, entweder über Gas ganz autark oder über Strom betrieben werden. Ebenfalls in der Küchenzeile befindet sich noch die Gashaupthähne. Da müsst ihr normalerweise nicht ran. Verschiedene Stauräume. Und hinter der Sitzecke geht es weiter mit der Nasszelle. In dem Fall ist es eine Kombizelle zwischen Dusche und Toilette. Das heißt, in dem Umbaustatus habt ihr die Toilette unten rechts und ein Waschbecken. Und die gesamte Duscharmatur oder das gesamte Waschbecken lässt sich hier aber mit nur einem Handgriff einmal rumdrehen, sodass sich aus der Toilette eine Dusche mit Duscharmatur verwandelt. Genau, in der Zelle hat man sogar ein bisschen mehr Platz als in den größeren Geschwistermodellen, wo die Dusche und Toilette separat voneinander sind. Dahinter ist die Schlaffläche, die habt ihr schon gesehen. Unter der Schlaffläche gibt es noch einen Schrank für eure Kleidung mit Kleiderstange. Da unten ist noch die Tischplattenverlängerung und im ganz unteren Bereich findet sich der Frostwächter. Falls ihr auch im Winter mit dem Wagen unterwegs seid, dann wird das ganz interessant. In Sachen Stauraum wurde jede Ecke ausgenutzt. So gibt es hier einen kleinen Fußtritt, um besser in das Bett reinzukommen, der gleichzeitig auch ein Staufach beinhaltet für Schuhe oder Kletterequipment. Genau. Ebenfalls im Küchenblock enthalten ist der Herd. Hier ein Dreiflammenherd, der wird ganz normal betrieben, reindrücken, rumdrehen, dann kommt das Gas, um mit dem Feuerzeug anzünden, um ihn in Betrieb zu nehmen. Besteck, Feuerzeug, also eine Sachen sind in unseren Campern schon mit dabei. Das heißt, ihr habt hier die komplette Küchenausstattung mit dabei. Rechts daneben ist die Spüle, zu bedienen wie eine normale Spüle. Falls ihr warm Wasser benutzen wollt, müsstet ihr vorher den Boiler anmachen. Der ist in einem Kombigerät zusammen mit der Heizung eingebaut und die Bedienpaneele dafür befinden sich hier über der Tür. Da könnt ihr einstellen, ob ihr heizen und warmes Wasser haben wollt oder nur den Boiler bedienen möchtet. Und auf der linken Seite gibt es noch das sogenannte Hauptbedienpanel. Damit könnt ihr den gesamten Aufbau oder die Stromversorgung für den Aufbau an- oder ausmachen und habt zusätzlich Infos dazu, wie voll die Aufbaubatterie ist, wie voll das Frischwasser ist, das ist hier auf 25% und wie voll euer Abwassertank ist. Ebenfalls dort rangeklemmt ist der Router. Den haben wir in den Oberschränken versteckt, damit die Leitung zwischen Rundstrahlantenne und Router möglichst kurz ist, um wenig Verluste durch die Kabellänge zu haben. Und der Router geht zusammen mit dem Hauptbedienpanel an. Das heißt, wenn das Hauptpanel an ist, dann habt ihr hier auch Internet, stabiles Internet in dem Fahrzeug.